Das hört sich wirklich nett an. Wenn ich seit einer Riesenspinne finde, bringe ich sie euch. Gut, das klingt nicht annähernd so schrecklich, wie es sich zuerst angehört hatte. Ich werde versuchen, sie für euch aufzuspüren. In Zeiten wie diesen können wir keine Sentimentalitäten leisten. Vielleicht will ich etwas von der Seite für euch, aber ihr müsst versprechen, dass ihr euch auf das Wesentliche konzentriert, bevor ihr die Zeit damit verschwendet, Schmuckstücke herzustellen. Nehmen wir die zwei, das klingt am lustigsten. Thank you, my friend. We have to take the opportunity to show our affection when we can. None of us will live forever. Danke, mein Freund. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, um unsere Zuneigung zu zeigen, wann immer wir können. Keiner von uns wird ewig leben. Ich sollte Khalid Seide der Riesenspinne bringen. Yes? What do you need from me? Ich habe die Spinnenseide gefunden, nachdem ihr gesucht habt, Khalid. Oh, tatsächlich, ich war nicht sicher, ob ihr... Ich meine, wenn ich je daran zurückdenke, scheint es eine törichte Bitte zu sein. Alle eure Bitten kommen mir ein wenig töricht vor, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Nun danke, ich nehme die Seite, aber ich glaube nicht, dass ich noch eine Halskette daraus machen werde. Ihr habt jetzt die Seite, warum wollt ihr keine Halskette daraus machen? No, no. More important things need doing right now. I thank you, my friend, but I must focus on the matters at hand. Nein, nein, viel wichtige Dinge müssen jetzt erledigt werden. Ich danke euch, mein Freund, aber ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Khalid hat seine Meinung geändert und entschieden, sich auf die bevorstehende Schlacht zu konzentrieren, anstatt auf Geschenke. Anstatt auf Geschenke zum Jahrestag. Can I help you? Tut mir leid, euch wieder belästigen zu müssen, mein Freund. Lasst mich raten, ihr habt euch erneut alles überlegt. Ah, ihr durchschaut mich. Ich würde etwas... Müsste etwas über Yahira wissen. Sie weiß immer, was sie will und wie sie es bekommt. Das hat mich eingeschüchtert, als wir uns das erste Mal trafen. Ich habe mich in sie verliebt, ich habe sie angebetet, aber ich konnte mich nicht überwinden, etwas zu sagen. Was könnte ich solch einer Frau bieten? Es gibt kaum etwas Schwieriges, als jemanden zu lieben, der nicht dasselbe fühlt. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Wenn euch der Mut fehlte, um sie zu werben, habt ihr sie nicht verdient. Nehmen wir mal die Eins. Eines Tages erfuhr ich, dass sie auf einer Mission verwundet worden war. Die Heiler versuchte, mich von dem Hafenanlage fernzuhalten. Ich schlug ihn zum Boden und ich eilte zu ihr. Es platzte alles aus mir heraus. Ich sagte ihr, was ich wirklich fühlte und sie sagte, sie würde dasselbe fühlen. Das ist manchmal schwer zu durchschauen. Ich war nicht sicher, ob ihr die Halskette gefallen würde. Das bin ich immer noch nicht, aber es ist besser, ein Risiko einzugehen, als meine Gefühle zu verbergen. Dass sie mochte euch genug, um euch zu heiraten. Ich bin sicher, sie wird jedes Geschenk mögen, das ihr ihr gebt. Ich habe mir der Arbeit der Halskette angefangen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein kostbarer Stein. Yareas Lieblingsstein ist ein Aquamarin. Ich werde einen Aquamarin für euch finden, Freund. Ihr seid ein hoffnungsloser Romantiker. Gut, ich werde meine Augen offen halten. You are a good friend. Thank you. Ja, ihr seid ein wahrer Freund. Hab Dank. Habe ich so einen zufällig noch? Nö. Dann gucken wir mal, ob wir in der Umgebung einen finden. Der Herr der Schlachten wird uns zum Sieg führen. Durchfort Bürgerwehr. Ah, McKean steht hier ziemlich abseits. Good to see you. Benoit, danke, schön euch zu sehen. Gleichfalls, Marschall Nedarlok. Ich wünschte, ich könnte das Kompliment erwidern. Ich habe jetzt hier viel zu tun, um mit hohlem Geschwätz Zeit zu verschwenden. Gleichfalls, Marschall. Warte kurz, Benoit. Warte kurz, Benoit. Ich weiß, ich habe das eigentlich, aber ich muss euch etwas Wichtiges fragen. Die Tochter des... You know the daughter of Grand Duke Silvershield journeyed with the Flaming Fist from Baldur's Gate, yes? Do you know where I might find her? Die Tochter des Großherzogs Silvershield, die mit der flammenden Faust von Baldur's Tor gereist ist. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Sie war bei uns, als wir im Lager ankamen. Mehr weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, was danach passiert ist. Lauscht einfach dem endlosen Schwall an Beschwerden, dann findet ihr sie. Tue ich nicht und das ist eine sehr angenehme Situation. Nehmen wir wirklich mal die zwei. I gather she's not endeared herself to you, or much of anyone in your troop.
Ich entnehme daraus, dass sie sich nicht sehr beliebt bei euch gemacht hat oder bei überhaupt jemandem in eurer Truppe. You gather correctly. Das habt ihr richtig entnommen. If you see her, tell her to seek me out, please. It was one thing to torment her on the journey here. But if she were killed or fell into enemy hands, Duke Silvershield would be displeased. Sagt ihr bitte, sie soll mich aufsuchen, wenn ihr sie sieht. Es war eine Sache, sie den Strapazen dieser Reise auszusetzen. Aber wenn sie getötet wurde oder dem Feind in die Hände gefallen ist, wird Herzog Silvershield verärgert sein. Yes, that would be awful. Ja, das wäre schrecklich. For the Crusaders. Better they endure her wailing than we do. Die Kreuzritter, besser sie ertragen ihr Gejammer als wir. Dann will ich euch nicht länger von der Arbeit abhalten, danke. Was ist mit dir, Miss Sena? Erneut Grüße, Reise. Braucht ihr etwas? Ist dies hier eure Kerze? Meine Kerze, also seid ihr der Dieb? Nein, ich... Nun, es ist kompliziert, aber ich habe sie nicht gestohlen. Nein, ich versuche den Dieb zu finden. Nehme ich auch einmal einen Dieb und ich schneide euch die Zunge heraus. Nein, ich versuche den Dieb zu finden. Sie ist ein Priest of Tempest, God of Battles. Sie hat little use for reason. You'll win her respect through violence. Sie ist ein Priester von Tempus, Gottes der Schlachten. Auf Vernunft hört sie nicht. Ihren Respekt muss man... Ihren Respekt erringt ihr durch Brutalität. Aus irgendeinem Grund erwartet ihr, dass ich euch glaube, obwohl ihr nichts tut, als mit euren Worten zu jonglieren. Ihr klingt wie ein Händler. Seht, ich bin mir sicher... mir nicht sicher, wie ich euch angegriffen habe, aber was auch immer ich getan habe, ich entschuldige mich. Ich versuche nur herauszufinden, wer diese Kerze gestohlen hat. Ein weiteres Wort, und ich schwöre, ich reiße euch diese giftige Schlangenzunge aus dem Maul. Bedroht mich noch einmal und ich schlage euch in das Gesicht. Okay, das ging nach hinten los. Ich will nicht gegen euch kämpfen, ich versuche die Person zu finden, die eure Kerze gestohlen hat. Nehmen wir die eins. Verschwinde, ich wechsle kein weiteres Wort mit einem Dieb. Welche Dienste bietet ihr an? Sie bietet nur Heilung? Gut. Ich sollte das G-Silberschild suchen. Okay, machen wir hier mal kurz einen Quicksave, bevor ich mich mit der prügel. She is a priest of Tempest, god of battles. She has little use for reason. You'll win her respect through violence. Haut mir die Augen blau und ich breche euch die Arme. Warum bedrohen wir uns nicht gegenseitig? Wollen wir beide dasselbe herausfinden, wer eure Kerze gestohlen hat? Das ist wahnsinnig. Brecht mir die Arme und ich ramme euch meinen Kopf mit meinem Kopf den Schädel ein. You're a fierce warrior, no doubt. And Tempest is the god of warriors. I believe you. You'd not stoop to theft. Aha, ihr seid ein wilder Krieger, kein Zweifel. Und Tempest ist der Gott des Krieges. Ich glaube, ihr werdet euch nicht herablassen, um einen Diebstahl zu begehen. Sie sagt Tempest und nicht Tempest. Und ja, das ist ein Unterschied, auch wenn es derselbe Gott ist. Wenn das hier nämlich ein O ist, sind das die zivilisierteren Priest-Anhänger. Wenn es ein U ist, sind es die Barbaren eigentlich. Das kann man, glaube ich, meinem Icewind Dale Let's Play ziemlich gut entnehmen. Deswegen ist sie so eine wilde Irre. Meine Drohung lassen euch mir trauen, in Ordnung. Damit kann ich leben. Wisst ihr, wer eure Kerze gestohlen hat? The other night I saw Molten Call leaving my tent. I chased him, but he got away. I'm sure he took the candle, but I can prove nothing. I didn't report it. I plan to speak to Call about it myself. Letzte Nacht sah ich, wie Molten Call mein Zelt verließ. Ich habe ihn verfolgt, aber er ist entkommen. Ich bin sicher, dass er die Kerze gestohlen hat. Aber ich kann nichts beweisen. Ich habe es nicht gemeldet. Ich habe vor, selbst mit Call zu sprechen. Mit meinen Fäusten. Call sagte, ich werde ihm ein paar Fragen stellen. Ich werde mir auch meine Kerze zurücknehmen. Ich sollte als nächstes mit dem Soldat Call sprechen. Ja. Ja? Und da führen sich schon mal zwei Dinger hin. Sobald wir Call finden, natürlich. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Nee, Heiltränke brauchen wir gerade keine. Aber wen haben wir hier? Wie kann ich helfen? Falsch. Worum geht es diesmal? Das wollte ich auch nicht. Ich wollte dich enttarnen. Nasrab. This is not the elemental plane of air? Where am I? The Prime? What have you done to me? Das ist nicht die Elementarebene in der Luft. Wo bin ich? In der ersten? Was habt ihr mir angetan? Ja, ihr seid auf der materiellen Ebene. Mir war nicht klar, dass ihr ein finsteres Wesen mit eigenem Zuhause seid. Die materielle ist ein schöner Ort. Es wird euch dort gefallen. Ich habe euch durch meinen Willen zum Materiellen gebracht. Nehmen wir die zwei. Aber das ist wundervoll. Ich wollte die materielle Ebene schon immer einmal sehen. Sie ist so solide. Ja. Ich bin froh, dass es euch hier gefällt. Es gibt hier vieles zu sehen und zu erfahren. Ich wusste, es würde euch gefallen. And often collect items from various planes. Perhaps I could show you some of my wares. Ich bin ein Händler und sammle oft Gegenstände aus von verschiedenen Ebenen. Vielleicht könnte ich euch einige meiner Waren zeigen. Ja, bitte. Feast your eyes on these exotic items. Ah, labt euch an diesen exotischen Gegenständen. Ein Zauberhut. Zaubertempo, Bewegungstempo. Könnte sie tragen. Armschild des verschlossenen Lids. ETW für unbewaffnete Angriffe. Das ist nur für Mönch. Gut, okay. Derwischsichel, Kleeblatt. Ausgerüstete Fähigkeit, Glück. Ring des freien Handels, Ring der Reinheit. Rüstungsklasse gegen böse Kreaturen, Trefferpunkte. Kann ich verwendet werden vom du. Okay, Amulett des Schutzes. Heißkette der Gestalt, Wahrung, dann kann man nicht verwandelt werden. Rosafarbener Ionstein. Panzerhandschuhe der Waffenbeherrschung. Ich kann halt nicht sehen, was sie trägt. Aber ja, sie trägt ja eigentlich eine Robe des neutralen Erzmagiers. Ja. Okay. Ich habe den Djinn Nasramu aus der Elementarebene der Luft herbeigerufen. Ja. Da er nichts Besonderes hat, was es sich zu kaufen lohnt, ehrlich gesagt. Lassen wir ihn erst einmal. Es reicht mir, Sempeg. Ich habe genug. Ich sage euch, wenn dieser Gnom noch ein Wort zu mir spricht, nur ein Wort, da wird das letzte sein, das er je hervorbringt. We're few, but fierce. Guten Tag, ich bin Sempeg aus der Durchfahrtmiliz. Das hier ist Damirs, gesellt euch zu und trinkt etwas. Schön, euch kennenzulernen, Sempeg, Damirs. Ich täte nichts lieber, als mich zu euch zu gesellen, aber leider habe ich zu tun. Klingt gut für mich. Also jetzt zu, ihr seht aus, als hättet ihr schon genug Gewalt gesehen und ihr seid immer noch am Leben und in einigermaßen gut davor, wie ich schätze. Dass ihr im Töten von anderen ganz gut seid, stimmt das? Warum fragt ihr? In unserem Trupp, wir sind aus Dolfort, gibt es einen Gnom namens Gardnerson. Ihr meint Glint? Was? Nein, sein Name ist Pritchard. Pompöser Affe. Er denkt, er sei besser als der Rest von uns. Er glaubt, er hätte hier das Kommando nur nach Generalin Steinhand. Jemand muss ihn eine Lektion erteilen und ihr könnt dieser jemand sein. Was sagt ihr? Interessiert? Jemand zum Ermorden, der gegen Keller kämpft? Nein, ich bin ganz bestimmt nicht interessiert. Vielleicht, ich kann diesen Gardnerson für euch töten. Was gibt ihr mir dafür? Vor ein paar Tagen stieß ich auf einen Kreuzritter, der einige interessante Tricke bei sich trug. Einen der Feuerriesenstärke, einen der Lebenskraft. Ich habe sie für den letzten Angriff auf Drachenspeer aufgehoben. Aber ich werde mich gerne von ihnen trennen, wenn ihr mir Gardnerson aus dem Weg räumt. Ihr plant einen der euren zu ermorden und erwartet, dass ich euch helfe. Na, ich werde so etwas nicht tolerieren. Nicht jetzt und auch sonst niemals. Eigentlich bin ich ja immer auf dem Vorteil
Er zählt hier als Barde, deswegen sagen wir einfach, wird erledigt. Freut mich zu hören. Das letzte, was ich hörte, war, dass Gartner seinen Generalin Steinhand mit Gerede über Strategie belästigte. Als wüsste er etwas darüber. Wartet, bis er allein ist und kümmert euch dann um ihn. Lageranhänger. Weißab. Noch mehr Lageranhänger.